Ich begrüße Sie herzlich bei Weber TV. In den vergangenen Wochen ist heftig über den Euro diskutiert worden. Rettungsschirme sind in noch nie dagewesener Größe aufgespannt worden. Wir haben eine Berg- und noch mehr eine Talfahrt unserer Währung miterlebt und viele Menschen sind auch verunsichert. In einem Ziel sind sich alle einig. Wir wollen, dass der Euro eine stabile Währung bleibt, die weltweit für ihre Zuverlässigkeit bekannt ist. Gerade Deutschland profitiert enorm vom Euro. Unsere exportorientierte Wirtschaft hat in der Vergangenheit Milliarden Gewinne machen können, weil sie in der gesamten Eurozone eine bis dahin unbekannte Währungssicherheit vorgefunden hat. Deutschlands früherer Finanzminister Theo Weigel hat dafür gesorgt, dass strenge Regeln für den Euro gelten. Leider sind die allermeisten Euro-Länder in den vergangenen Jahren zu nachlässig mit den vereinbarten Spielregeln, den Stabilitätskriterien umgegangen. Das Schuldenmachen hat nach einer Phase der Disziplin wieder um sich gegriffen. In einigen Ländern wie insbesondere in Griechenland besonders drastisch, aber auch Deutschland ist davon nicht ausgenommen. Seit 2002 haben wir in unserem Land über 500 Milliarden Euro neue Schulden aufgetürmt. Das darf so nicht weitergehen, sonst verbauen wir der jungen Generation ihre Zukunftschancen. Erst durch diese Schlampigkeit hat der Euro so unter Druck kommen können, dass einschneidende Maßnahmen notwendig wurden. Aus meiner Sicht ist jetzt Folgendes zwingend nötig. Wir müssen in ganz Europa eine Phase der strikten Konsolidierung einleiten, damit mit dem extremen Schuldenmachen endlich Schluss ist. Das bedeutet strenge Sparen. Die Euro-Staaten müssen gezwungen werden, dass sie die vereinbarten Spielregeln für den Euro auch zukünftig einhalten. Dazu braucht die EU-Kommission schärfere Eingriffsmöglichkeiten, um die Mitgliedstaaten zu kontrollieren. Und die Finanzmärkte müssen mehr und besser reguliert werden. Es kann nicht sein, dass sich Zocker und Spekulanten über unsere Regeln hinwegsetzen. Deshalb brauchen wir beispielsweise eine gemeinsame europäische Bankenaufsicht, eine weltweite Finanztransaktionssteuer und strengere Regeln für Hedgefonds oder auch für Eigenkapital der Banken. Unser Euro ist eine starke Währung. Wir müssen aber dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse bei Weber TV. Kommen Sie bitte direkt auf mich zu mit Anregungen und Rückmeldungen. Herzlichen Dank.